Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte jetzt gerade mal eine kleine Reihe kleinerer Videos, für die ich halt mal so eine Idee hatte, heute abdrehen, weil, also kleine Introduction, ich schaffe es derzeit einfach nicht, weil ich ein bisschen wirklich überarbeitet bin und doch da etwas viel Stress habe, schaffe ich es nicht, irgendwas großartig Komplexes auf die Reihe zu bekommen. Ich habe einfach den Kopf zu voll mit anderem. Das kriegt dann einfach nicht das Resultat. Ich formuliere es mal so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Resultat nicht zufrieden bin, ist hoch und deswegen möchte ich es gar nicht erst versuchen, weil ich habe halt wirklich nur wenig Zeit. Und wenn ich Zeit habe jetzt zum Video produzieren, dann mache ich lieber was, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das schon irgendwas gibt, was man dann auch hochladen kann, was dann ein gewisses Mindestmaß an Qualität eben aufweist und deswegen bin ich vorsichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Zytologie weitermachen würde, das könnte ich schon, aber das wäre dann so ein bisschen gezwungen. Und gerade bei der Zytologie-Sache, da bin ich nur dann zufrieden, wenn es wirklich das Bestmögliche ist, was ich eigentlich zustande bringen kann. Und dazu bin ich momentan vielleicht nicht in der Lage. Es könnte auch klappen, ich weiß es halt nicht. Mir ist einfach nur das Risiko zu hoch und wenn ich dann umsonst das Ganze gemacht habe, dann bin ich frustriert. Und das hilft auch niemandem weiter. So, das so als kleine Einführung und für diejenigen, die da regelmäßig nachfragen, wann geht dieses weiter oder jenes oder wann gehst du mal wieder in den Wald? Jetzt! Und ja, dementsprechend habe ich jetzt ein paar kleine Projekte, nichts Außergewöhnliches. Wie gesagt, so ein bisschen was für zwischendurch. Ne? Und damit legen wir dann auch jetzt los. So, hallo und herzlich willkommen im Wald und ich möchte mal ein kleines Projektchen ausprobieren. Werde auch gar nicht so viel zu sagen, jetzt nur am Anfang kurz, worum es geht. Nämlich habe ich hier ein, na, sagen wir mal, mittelgutes Stück Kienspan. Mittelgut bis nicht so toll. Also heißt, das ist nicht ein richtiger Kienspan. Dafür müsste das dann schon noch mal ein bisschen speckiger aussehen. Sieht fast aus wie ganz normales Kiefernholz. Es hat ein bisschen einen erhöhten Harzanteil. Und ich habe jetzt extra so ein Stück genommen, einfach um mal exemplarisch auszuprobieren, inwiefern kann man denn mit so einem halben Kienspan in Anführungszeichen denn auch schon was anfangen. Weil, ja, wenn man Kienspan suchen geht, das ist nämlich tatsächlich mal ein selbstgesuchter, und in einer Region unterwegs ist, wo es halt einfach nicht viel Kiefern gibt und es schwierig ist, an das Zeug dran zu kommen, muss man sich dann halt hin und wieder mal mit sowas auch schon behelfen. Also riecht nicht besonders harzig, sieht nicht besonders harzig aus. An einzelnen Stellen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass trotzdem etwas Harz eingelagert ist und ja, ich will jetzt einfach mal ausprobieren, was kann man denn damit eigentlich anfangen, so Selbstexperiment. Und habe mir gedacht, ich versuche mir jetzt mal ein Tässchen heißes Wasser für einen Tee zu machen. Und zwar unter Verwendung nur dieses Stückes mehr oder weniger Kienspan. Ja, und da muss ich, glaube ich, nicht weiter großartig kommentieren. Das probiere ich jetzt einfach mal aus und halte die Kamera drauf.
Ja, leider habe ich gerade vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Das passiert mir nur noch ganz, 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 ganz selten, aber natürlich eben heute dann schon. Ihr habt jetzt also nicht gesehen, wie der erste Versuch, hier das Ding hier überhaupt einigermaßen vernünftig zum Brennen zu kriegen, gescheitert ist. Habe es jetzt mit dem Fire Steel eben entzündet gehabt. Das hat auch funktioniert. Dann hat es ein ganz kleines bisschen gebrannt und dann war wieder vorbei. Und dann habe ich mal versucht, mit einem Streichholz die Sache anzugehen. Dann hat es wieder ein ganz kleines bisschen gebrannt und dann war wieder vorbei. Also wie es aktuell aussieht, kann ich mit diesem wirklich miesen Stück Kien sparen. Allenfalls, also quasi, wenn man schon ein Feuer hat, kann man so ein Holz da noch mal reinschmeißen, um dann noch ein bisschen zusätzlich Power zu erzeugen. Ja, das war jetzt halt eben gerade ein Stückchen, was ganz gut harzgetränkt gewesen ist. Aber der Hauptteil, ja, sag ich ja. Außerdem geht jetzt gerade natürlich der Wind. Ich stelle da mal meinen Rucksack in den Weg. Der sollte ein kleines bisschen als Windschutz was bringen. Und noch ein Versuch. Also ihr seht, wenn man das zerkleinert, viel Holz ist es nicht, was dabei rumgekommen ist bei dem Stück. Ach, verdammt. Hupala. Das war neu. Das kenne ich noch aus meinen Anfängerzeiten mit Feuer, dass man sich dann versucht hat, mit Streichhölzern ein Stäbelchen zu bauen, damit da überhaupt irgendwas brennt. Ja, jetzt habe ich leider schlechte Vorbereitung, zu wenig Material, um jetzt hier vernünftig meinen Topf drüber zu halten. Das mache ich jetzt einfach mal wirklich mit der Hand, spaßeshalber. Und das muss ich jetzt gleich machen. Sonst ist es nämlich zu spät. Dann brennt hier nichts mehr. Gut, funktioniert auch. Klar, da hätte man sich jetzt natürlich vorher eine Topfhalterung bauen sollen. Ich musste das jetzt leider halt höher aufschichten, als ich eigentlich geplant hatte. Ah, da habe ich ja noch zwei Stückle. Da habe ich noch zwei Stückle. Ja, aber im Grunde müsste das ja so auch funktionieren. So quasi die dumme Leute-Version. Wer dumm ist, muss seine Tasse festhalten. Also es geht doch mit Startschwierigkeiten. Ja, also so, ihr könnt es gar nicht sehen, Sekunde. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Ja.
Problem ist jetzt halt eben diese Halterung, die ich mir jetzt hier gerade gebaut habe, die führt natürlich dazu, dass das Feuer quasi Energie verliert, weil es halt eben auch an dem morschen Holz rumkokelt. Und das morsche Holz, was ich hier eben als Topfauflage verwende, ist schon sehr feucht. Deswegen ist das eigentlich nicht sehr effizient. Die Frage ist jetzt nur, was passiert zuerst? Ist zuerst das Wasser heiß oder erst das Holz abgebrannt? Also allzu viel Flamme habe ich inzwischen nicht mehr. Ich habe jetzt noch das letzte Stückchen hier oben drauf gelegt. Das ist mehr oder weniger auch das Einzige, was noch brennt. Okay, also ich habe beschlossen, das ist jetzt heiß genug. Das ist es nämlich wirklich. Also so die Temperatur, die man auch noch trinken kann. Und jetzt gucken wir mal, was hier übrig geblieben ist. Oh, na, das überrascht mich jetzt doch. Da ist ja doch noch ordentlich Material da im Prinzip. Ups. Zoom, zoom, zoom. Ja. Also, so ein mittelprächtiger Kienspan, vorsichtig ausgedrückt, ist deutlich schwieriger anzuzünden. Man muss da schon ein bisschen, kleines bisschen wissen, was man tut. Und den auch ein wenig vorbereiten. Aber dann brennt das Zeug halt doch erheblich länger. Und besser als ganz normales Holz. Zum Wohl. Okay, hätte doch noch ein klein bisschen heißer sein dürfen. Macht aber nichts, weil theoretisch brennt es hier noch fröhlich weiter. Also, möglich wäre es gewesen, vielleicht im tiefsten Winter, bisschen grenzwertig, aber ja, doch, das funktioniert. Das ist übrigens mein Löffel. Doch, doch. Also, gehen tut's. Das auf jeden Fall. Zum Wohl.